Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Biesenbach, ich gehe davon aus, den aktuellen Bezug der morgigen Aktuellen Stunde wird uns Herr Hegemann gleich in der zweiten Runde darlegen. Seit inzwischen, Herr Hegemann, bei Ihnen mache ich mir sowieso keine Sorgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 8 Monaten erleben wir immer wieder neue Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden über die Umtriebe von NSA, GCHQ und anderen Diensten. Snowden selbst sagte in dem Interview am vergangenen Sonntag, die Öffentlichkeit hatte ein Recht, von diesen Programmen zu erfahren. Die Öffentlichkeit hatte ein Recht zu wissen, was die Regierung in ihrem Namen tut, was die Regierung gegen die Öffentlichkeit tut. Genau darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es. Wir fordern hier auch aus diesem Haus seit Monaten lückenlose Aufklärung des NSA-Skandals ein. Wir haben als regierungstragende Fraktion mit unseren Anträgen im Juli und September 2013 auch Konsequenzen fürs Land beschlossen. Wir wollen nicht nur Druck in Richtung Berlin machen, sondern auch die umfassende Überprüfung der IT-Infrastruktur des Landes vorantreiben. Das ist die Beschlusslage, wie wir sie hier haben. Und wir haben auch immer wieder Berichte im Innenausschuss angemeldet, wenn es Neuigkeiten gab, zuletzt vor 2 Wochen. Und da laufen Sie insofern tatsächlich ins Leere. Das mag Ihnen von der Piratenfraktion nicht gefallen. Aber an einer Stelle verdrehen Sie, ja Moment, an einer Stelle, Herr Kern, verdrehen Sie tatsächlich die Tatsachen. Nämlich immer dann, wenn Sie uns bei Verweisen auf die Bundesebene angebliche Ablenkungsmanöver unterstellen und die Verantwortung des Bundes dadurch negieren. Das ist doch der Punkt. Gerade die Vertretung der Bundesrepublik in der Außenpolitik, in den außenpolitischen Fragen, das ist nun mal Aufgabe der Bundesebene. Und das haben wir uns nicht ausgesucht. Das steht so im Grundgesetz. Und daran halten wir uns. Meine Damen und Herren, der Bund muss sich da natürlich seiner Verantwortung endlich stellen. Worum geht es denn? Es geht um den größten Überwachungsskandal der Geschichte. Es geht um Behörden, die Möglichkeiten zur anlasslosen und flächendeckenden Ausforschung unserer Kommunikation haben. Es geht um einen möglichen Ringtausch zwischen den Nachrichtendiensten. Es geht um staatliche Wirtschaftsspionage. Das alles und noch viel mehr hätte Frau Merkels Regierung aufrütteln müssen. Gerade vor dem Hintergrund der historischen Erfahrung hat jede deutsche Regierung eine besondere Verantwortung für die unbedingte Verteidigung des Rechtsstaats und die Verteidigung der Freiheitsrechte. Und um all diese Fragen geht es nicht, weil ein Spionageprogramm der üblichen Verdächtigen bekannt geworden wäre, sondern weil es hier um Bündnispartner geht, mit denen Deutschland intensive Beziehungen pflegt, die auch richtig und notwendig sind. Aber gerade unter Freunden muss es doch wohl möglich sein, schwierige Themen zu besprechen und zu klären. Und genau das, und das ist aus meiner Sicht der zentrale Vorwurf, den wir der Bundeskanzlerin machen müssen, gerade das hat die Kanzlerin aus einer falsch verstandenen transatlantischen Freundschaft lang genug abgelehnt. Herr Pofalla hat im August die Affäre für beendet erklärt. Im August. Die Bundesregierung hat das Antispionageabkommen mit den USA komplett vor die Wand gefahren in den letzten Wochen. Der frühere Innenminister, Herr Friedrich, hat zu Protokoll gegeben zum Start in sein neues Amt, er hätte, Zitat, Wichtigeres zu tun als die NSA-Affäre gehabt in seiner Zeit als Innenminister. Und einzig bei der Überwachung des Kanzlerinnen-Handys hat die Regierung einmal kurz gezuckt. Was ist schon die Kommunikation von 80 Millionen Bürgerinnen und Bürgern gegen die Bequemlichkeit der Bundeskanzlerin? Aber selbst da hat die Bundesregierung nichts zuwege gebracht. Achselzuckend hat Frau Merkel auf den größten Überwachungsskandal der Geschichte geschaut, verzagt und verdruckst die dürren Statements. Dass sie parallel dann auch noch die europäische Datenschutzreform hintertrieben hat, das ist ein weiterer trauriger Höhepunkt. Meine Damen und Herren, wir haben als Grüne gemeinsam mit der Linksfraktion in dieser Woche im Deutschen Bundestag den Antrag auf einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum NSA-Skandal eingebracht. Und ich möchte gerne von dieser Stelle an die Mehrheit des Deutschen Bundestages appellieren, ihren Worten zu parlamentarischen Minderheitenrechten auch Taten folgen zu lassen, um diesen Ausschuss zu ermöglichen. Denn die Aufklärung durch einen Untersuchungsausschuss des Bundestages ist dringend geboten. Nicht nur, weil damit politische Verantwortungen geklärt werden können, sondern auch,
weil wir endlich Transparenz brauchen, um vernünftig hier Konsequenzen ziehen zu können, auch hier im Übrigen. Nur ein Beispiel, weil es in den letzten Tagen häufiger diskutiert wurde. Die Frage von Vergaben an US-Unternehmen und die Möglichkeit, bestimmte Unternehmen von Vergaben auszuschließen. Das ist diskutiert worden. Es ist aber so lange nicht möglich, solange nicht klar ist, welche konkreten Verpflichtungen zur Herausgabe von Daten, dem Einbau von Backdoors oder anderen Manipulationen bestehen. Jedenfalls müssten diese Vorgaben so rechtssicher nachgewiesen sein, dass es eben vor einem deutschen Vergabegericht oder vor der Vergabekammer eines deutschen Gerichts rechtlich Bestand hat. Insofern ist die Transparenz über das, was da passiert, so wichtig. Und das ist die Transparenz, die wir immer einfordern, was Sie uns vorwerfen. Und an der Stelle muss ich einfach sagen, das ist eine konkrete Maßnahme, die durchaus sinnvoll wäre und die im Moment an der Trägheit der Bundesregierung noch gescheitert ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Beispiel illustriert, dass wir endlich Transparenz brauchen, was wirklich passiert, statt eine Bundesregierung, die den Kopf immer tiefer in den Sand steckt. Und das ist umso ärgerlicher, als es doch Mittel gäbe, Druck auf die Vereinigten Staaten auszuüben, die schon bestehenden Abkommen SWIFT, PNR, Safe Harbor, besonders aber auch das anstehende Freihandelsabkommen. Dass diese Trümpfe bislang nicht gespielt wurden, um Aufklärung im NSA-Skandal einzufordern, für Aufklärung im NSA-Skandal zu sorgen, das geht schon mal gar nicht. Dass die Bundesregierung aber bislang nicht mal bereit war, bei den Verhandlungen zum Freihandelsabkommen TTIP zumindest für so viel Transparenz zu sorgen, dass es eine ernsthafte Debatte über den Datenschutz in diesem Bereich geben kann, das ist erst recht ein Versäumnis. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Ziel ist und bleibt hier als rot-grüne Mehrheit hier im Haus, den NSA-Skandal vollständig aufzuarbeiten. Unser Ziel bleibt, die berechtigten Fragen zu klären und dafür zu sorgen, dass nicht mehr jede zweite Firma hier in Nordrhein-Westfalen ausgespäht werden kann. Unser Ziel bleibt, eine sichere Kommunikation für alle Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, passgenaue Lösungen hier für dieses Land zu entwickeln. Herzlichen Dank.